Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe jeden Menschen, der mich in meinem Leben je geliebt hat, vertrieben. Seit einiger Zeit ertrage ich nicht mal mehr den Anblick der Visage, die ich im Spiegel sehe. Ist nun mal so, wenn man älter wird, geht einem einiges verloren. Ich meine, so ist nun mal das Leben. Aber das lernt ihr erst, wenn es losgeht mit dem Verlieren. Dann findet ihr heraus, dass es im Leben auf die Kleinigkeiten ankommt. Genau wie beim Football. Weil sowohl im Leben als auch beim Football der Spielraum für Fehler winzig ist. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Nur eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei. Diesen Kleinigkeiten, die so wichtig sind, begegnen wir immer zu. Und zwar in jedem Moment des Spiels. Wovon sprichst du? Hoffnung. So. Dann will ich dir was über Hoffnung sagen. Hoffnung ist sehr gefährlich. Hoffnung kann einen Mann in den Wahnsinn treiben. Hier drin nützt sie dir nichts. Am besten, du vergisst das nie. So wie Brooks, ja. Warum also solltest du dich für ein Boxerleben entscheiden, wenn du nicht musst? Wenn Apollo noch hier wäre, würde er dir das auch sagen. Ist er aber nicht. Ich boxe schon mein ganzes Leben. Ich hatte nie eine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich war im Ring. Ich hab's gesehen. Der Kampf hätte abgebrochen werden müssen. Ich hätte ihn abbrechen müssen. Vielleicht wollte er wie ein Boxer abtreten. Vielleicht haben sie genau das getan, was er wollte. Ich glaube, er wäre lieber hier und würde mit dir reden. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Was willst du? Ich will alles oder nichts. Oh mein Gott, was soll das überhaupt bedeuten? Ich will einfach jemanden, der mich immer lieben wird. Egal, was kommt. Jemand, der meine Hand hält und sie nie wieder loslässt. Sie muss aber was Besonderes sein. Was sie mein Vermächtnis sein wird. Wie meinst du das? Weißt du, ich werde die Welt nicht neu erfinden. Solange meine Lady mich in guter Erinnerung hält, ist alles okay. Mhm.